Er war ein Brückenbauer, der für eine offene und der Welt zugewandten Kirche kämpfte. Kardinal Karl Lehmann ist tot. Der frühere Bischof von Mainz starb nach Angaben des Bistums mit 81 Jahren am Sonntagmorgen in seinem Haus. Seit September 2017 hatte er mit den Folgen eines Schlaganfalls und einer Hirnblutung zu kämpfen. Weltweit wurde sein Tod mit Trauer aufgenommen. Auf den Kardinalstitel musste Lehmann aufgrund seiner liberal-kritischen Äußerungen länger warten. Papst Johannes Paul II. Ernannte ihn erst 2001. So plädierte er etwa für verheiratete Priester oder das Amt einer Diakonin. Geboren wurde Karl Lehmann am 16. Mai 1936 als Sohn eines Dorfschullehrers im schwäbischen Sigmaringen. Er entschied sich erst ein halbes Jahr vor dem Abitur für den Priesterberuf. 33 Jahre lang war er Mainzer Bischof, 21 Jahre Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz.